Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir. Ja, wir spielen Hardcore-Mode, würde ich sagen. Ne? Wir spielen hier Let's Survive Minecraft. Hier, erstellen wir einfach mal eine neue Welt. Nicht wundern, ich habe hier tausende Welten und so, also. Und wichtig, wir erstellen eine neue Welt im Hardcore-Modus. Das heißt, wenn wir sterben, ist alles weg. Alles. Und zwar komplett. Let's. Ah. Fuck. Survive. Survive. So. Okay, ja, Rechtschreibkünste for the win. Ich würde sagen. Weitere Weltoptionen. Ich glaube, da tue ich einen Titel. Machen wir mal. Penis 2000. Nein, nehmen wir irgendwas. Irgendetwas würdigeres. Was uns würdig ist. Ego for the win. Welttyp Standard. Bauwerke gehören an. Oder Let's Survive. Okay, Start. Wir dürfen nicht sterben, sonst ist alles weg. Und zwar komplett weg. Mit weg meine ich weg. Ich bin hier mit meinem Texturenpack. Aber Augenblick, ich werde mal das Texturenpack ändern. Weil. Keine Ahnung, Dschungel sieht nicht so schön aus. Okay, wir spawnen im Dschungel. Das Baum macht eh keinen Unterschied. Wir dürfen ja eh nicht sterben. Wir können nicht respawnen. Bauen wir einfach mal den Baum hier ab. Direkt am Anfang, wir sind schon so schön gespawnt. Also ich habe mich ja am Anfang direkt gewehrt gegen, keine Ahnung, als ich Minecraft angefangen habe zu Let's Playen, da wollte ich gar nicht normales Let's Play machen. Aber jetzt habe ich irgendwie Bock drauf, aber ich möchte nicht, dass dieses Projekt so ewig geht. Was heißt ewig? Vielleicht dauert es ja ewig. Deswegen habe ich ein Let's Survive gemacht, was beendet ist, sobald ich sterbe. Ja. Wieso nicht, ne? Würde mich interessieren, ob euch das gefällt. Keine Ahnung. Bauen wir erstmal noch ein bisschen Holz ab, um uns einen Unterschlupf zu bauen, weil wir sowas benötigen halt. Das ist wichtig fürs Überleben in Minecraft. Das kennt ihr wahrscheinlich, dass ihr Häuser bauen müsst. Ja. So, bauen wir noch kurz den Baum ab. Ich habe ja eigentlich fast nur. Also das heißt fast nur. Ich hab bis jetzt eigentlich nur Server gespielt oder irgendwelche Mods. Ich baue Bäume mal ganz ab. Ich kann das nicht haben, wenn die da so rumschweben. So. Aber jetzt starte ich mal ein normales Minecraft Let's Play. Nur dass ich halt sterbe. Wenn ich sterbe, ist alles weg und so. Das ist schon ein bisschen beunruhigend. Aber boah, geile Aussicht, ey. Oh. Geil, da gehen wir rein, das ist so episch. Wir gehen den Berg da hoch, das ist so genial. Komm, wir gehen den Berg hoch, da hoch, ich will da hoch. Okay, wir bauen noch den Baum ab auf dem Weg, wir haben ja noch viel Zeit. So. So, bauen wir den Baum ab. Wir sehen übrigens auch unsere Herzen. Wir sind im Hardcore-Mode-Dings da. Also, ich betrüge nicht, ich habe Hardcore angestellt. Und, ja. Falls ihr irgendwie Map spielen wollt, Seed ist Snake 98. Ah, wenn ihr irgendwie. Aber bitte nicht spoilern oder so, wo Dias sind oder so. Oder Dungeons, das wäre unfair. Das wollen wir ja nicht. Das wäre böse. Nehmt ja den ganzen Spielspaß weg. So. Zwar. Wieso sind hier so viele Saplings? Okay, nehmen wir die einfach mal mit. Die kann man immer gebrauchen. So, Saplings for the win. Oh, noch ein Sapling. Keine Ahnung wieso, aber hier sind Saplings. So. Sorry für die kurzen Frame-Einbrüche. Relativen Frame-Einbrüche. So. Oh, scheiße. Da fällt mir gerade mal auf, ne? Wir dürfen nicht so gewagt umherspringen, ne? Also. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, unser Haus da auf dem Berg zu machen, auch wenn es episch aussieht. Das ist schon cool. Nee, wir gehen jetzt erstmal auf den Berg. Bauen uns direkt eine Base. Für die Nacht. So, ach, oh, komm. Mann. So, ah, Mann. No. Ich komm da nicht hoch. Also. So. Irgendwie schon, das klappt schon. Und, oh, das Kohle. Ich glaube, da bauen wir direkt mal die Kohle ab hier. Erstmal das Holz umcraften. Wir brauchen gleich Essen. So eine Spitzhacke. Und dann so, 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 so. So, ich habe Minecraft
gelernt. Ich weiß genau, was man machen muss. Eine Spitzhacke craften. Um sich weiter zu entwickeln. So, bauen wir erstmal 3 Steine ab. Weil wir so spaßig sind. So, okay, bauen wir direkt mal ein paar mehr ab. Bauen uns dann rüber zu der Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, wir machen jetzt nicht Kork nach. Oh, da ist Kohle. Ah. Okay, es dauert ein bisschen mit der Holzspitzhacke. Tut mir leid, aber. Hoch, ich mache mir jetzt keine Steinspitzhacke. Weil, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir den Stein ja noch. Ach Mann. So. Wir müssen schon mal Essen suchen. Also, wir haben schon angefangen, Essen zu verlieren. Das ist nicht gut. Wir sollten noch nicht so viel rennen. Das Problem ist ja, wenn wir einmal in Hardcore verhungern, dann sind wir am Arsch. Moment mal. Option. Oh, ach so, Schwierigkeitsgrad Hardcore. So, den kann man nicht umstellen. Ja, genau. Ich dachte gerade, ich hätte auf Peaceful. Ich habe ja noch nie Hardcore gespielt, muss ich sagen. Ich fand das immer reizvoll und so, aber. Ja, habe mich gefragt, wieso? Wieso sollte ich das jetzt machen, ne? Also. Ich spiele privat eigentlich eh fast nur Creative Mode, weil ich gerne viel baue und so. Ja, werde ich mich jetzt auch gleich mal dran machen, ein schönes Haus zu bauen oder zumindest anzufangen. So, ich glaube, das reicht. Ja, ich würde sagen, wir bauen unsere Startbase noch nicht da oben hin. Da wäre eigentlich ganz gut. Stimmt, da könnte man so eine Brücke bauen, die dann... ja, da haben wir schön viel Bäume und da haben wir schon flaches Land, falls wir mal was erkunden wollen oder so. Das mache ich jetzt. Ich gehe nicht auf den Berg drauf. Das da können wir mal drauf gehen zum Erkunden, aber so nicht. Das ist ein bisschen riskant. Wenn man einmal runterfällt, dann ist das Hardcore-Let's Play vorbei. Und das wollen wir ja alle nicht. Denke ich mal. Dass ihr es nicht wollt, dass das Let's Play schnell vorbei ist. Wir wollen möglichst lange überleben. Okay, ich glaube, ich werde nachher eh noch umziehen, weil schön bauen kann man hier nicht so drin. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich da? Also irgendwo in die Mitte von flachen Land werde ich nicht hingehen. Das ist ziemlich frei und so. Oh. Habt ihr gerade auch dieses Zombie-Geschöne gehört? Hier ist irgendwo eine Höhle. Das erweist sich als ganz praktisch. Oder auch nicht. Wer weiß. Nicht, dass uns nachher Zombies überraschen. So. Wie viel Uhr ist es? Boah, der Tag hat ja gerade mal angefangen. Das ist ja. Da haben wir noch genug Zeit, unser Haus zu bauen und noch ein bisschen zu farmen. In den Untergrund werde ich erst gehen, wenn es Nacht ist. Ich werde den Tag nutzen zum Holzfällen oder was weiß ich. Es klingelt bei mir das Telefon, aber ich gehe jetzt nicht dran. Nein, ich gehe nicht dran. Nicht weiter klingeln. Du bist böse Hände. Du Telefon, du. So. Technischer Fortschritt. Fortschritt. Okay, was ich jetzt eigentlich ziemlich witzig finde. Fände. Wenn wir den Enderdrachen besiegen würden. Wären wir zwar ähnlich, aber wäre eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das jemand im Hardcore Let's Play mal gemacht hat. Es ist ziemlich unwahrscheinlich. Minecraft sozusagen durchzuspielen. Man kann zwar nicht durchspielen, aber Enderdrache besiegen ist schon eigentlich ziemlich schwer und ja, gilt schon fast als durchspielen. So, und dann hier noch so. Machen wir unser Haus aus Tropenholz. So. Könnt ihr euch übrigens auch mal fragen, mir mal sagen, welches Texture Pack ihr gerne drin haben wollt. Was ja schon geil wäre, so ein apokalyptisches, Texture Pack irgendwie Last Days oder so. Für Let's Survive, ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Texture Packs ihr gerne sehen wollt. Ich kann ja auch mal immer zwischen den Parts wechseln. Da ist eine fliegende Insel, die muss ich gleich wegmachen. Das ist einfach nur hässlich. So. Ich glaube, wir machen das noch ein bisschen größer, den Wohnraum. Machen uns erstmal eine Tür, genau, das ist wichtig. Türen vor der Wind. Und dann machen wir uns gleich auch mal eine Fackel. Oder mehrere Fackeln. So, erstmal hier ein bisschen Sticks machen. So. 24 Sticks, das sollte reichen. So, und dann nicht Shift drücken, weil das sonst ziemlich fail wäre. Wir brauchen das noch. So. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das immer
die Sticks aufgeteilt, ohne dass ich was gemacht habe, so. Das kann man zusammentun, so, Ordnung, wenn wir da muss sein. Und das. So wunderschön, ach scheiße. Voll wunderschön und so. Ah, wir könnten uns theoretisch so nach oben bauen und dann können wir da noch so ein... Oh, so schlecht ist das gar nicht, ne? Also hier, wenn wir hier so da oben so ein Balkon hinmachen und das dann so zum Hochhaus ausbauen. Oh ja. Ich baue das noch ein bisschen tiefer, man kann nie genug Platz haben. Wir müssen ja nachher auch noch ein... Ne, Bett brauchen wir eigentlich nicht. Wir sterben ja eh. Also wenn wir sterben, ist alles weg. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn wir sterben, ist alles weg. Alles, alles. Das verschafft immer Spannung und... Naja. Ob die Spannung immer positiv ist, ist die Frage. Also für euch natürlich positiv, aber ich werde mich garantiert ziemlich aufregen, wenn ich sterbe. Ich will gar nicht über die vielen Schimpfwörter labern, die ich dann rumschreien werde. Hier die Tür zu. Ich weiß nicht, seit dann... Was? Habe ich gerade ernsthaft einen Pfeil gehört? Irre ich mich? Oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, muss man in den Aufnahmen nachher nochmal angucken, ob ich da jetzt wirklich so einen Skelettpfeil gehört habe. Da sagt, hat niemand auf mich geschossen. Hier ist ja niemand, das kann ja nicht sein. So, Eisen wäre auch ganz nice, wenn wir hier schon Eisen finden würden. Dann wären wir direkt schon mit einem Schwert gerüstet. Apropos Schwert, ich sag mal, vielleicht eins machen für den Notfall. Das könnte immer mal ein Notfall passieren. So, die Kohle bauen wir aber noch ab. Kohle schadet nie. Auch wenn man, wenn man in Minecraft nachher so zugemüllt ist mit Kohle, da baut man die gar nicht mehr ab. In Klammern siehe Gronkh. So. So. Ich spiele generell. Ja, also wie lange habe ich nicht mal Minecraft Survival gespielt? Das ist einfach ein völlig neues Gefühl für mich, ne? So, da machen wir die Kiste hin. Da kommt nachher der Ofen hin. Den mache ich mir jetzt schon in den Ofen. So. Oder ich mache mir direkt zwei Öfen. Kann immer zwei gebrauchen für irgendwelche Fälle. Oh, und es wird Nacht. Okay, wir sollten uns schnell ein Schwert machen. Falls irgendwelche Zombies durch die Tür reinkommen. Das geht ja seit einem Minecraft-Update. Ich glaube, das war das Adventure-Update. Da wurde das eingefügt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ein Schwert sollte man immer parat haben. So, da können wir noch eine Fackel hinmachen. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Monster spawnen. Das wird ziemlich fail. Okay, weil hier ist noch so, haben wir so rausgebaut. Da können wir noch den Raum ein bisschen erweitern. So. Raum erweitern, vor du hin. Ich mach dieses Zombie-Gestöhn einfach nervös. Das macht mich so nervös. Es könnte hier hinter jedem Block so ein Zombie lauern, mich anspringen und dann wäre ich tot. Das wäre schon scheiße, wenn das Let's Play im ersten Part enden würde, aber... Oh, da fällt mir gerade auf, ich habe schon 15 Minuten aufgenommen. Keine Ahnung, ich werde jetzt vielleicht einen Cut machen. Also, für mich kein Cut, aber ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht mich immer verabschieden, weil das irgendwie doof ist, finde ich. Also, ist für mich angenehmer, wenn ich im Fluss spielen kann. Und dann werden die Aufnahmen auch besser, wenn es angenehm für mich ist. Und es stört ja auch nicht wirklich, wenn ich mich nicht verabschiede. Oder stört euch das? Keine Ahnung. Können wir auch in die Kommentare schreiben. Kommentare sind immer gut. Ach, scheiße, ich habe jetzt keinen Bock mehr, eine Spitzhacke zu machen. So. Komm, bau den scheiß Block ab. Bau den Block ab, so. So, hier kommt eine Fackel hin und hier kommt eine Fackel hin. Das kleiden wir nachher noch alles schön mit Holz aus. Ich frage mich, auf welchem Schwierigkeitsgrad die Mobs sind. Also, wie viel Leben die haben, wie bei Hard Core oder... wie bei Hard oder Middle oder Easy, keine Ahnung. Was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir sollten mal... Ja, eine neue Spitzhacke wollten wir ja machen. Hier. Spitzhacke, so. Wir werden auch gleich mal eine Axt machen. Die können wir auch nachher noch gebrauchen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt ein bisschen in den Graben hier runter. Hier haben wir Zombie-Gestöhne gehört. Machen wir uns aber... Ich brauche eigentlich nichts in die Kiste zu lagern. Das ist sinnlos. Wenn ich sterbe, ist ja eh alles weg. Ich kann es nicht oft genug sagen, Mann. So. Wir graben uns jetzt einfach hier runter. Irgendwie so in die Richtung. So. Wird dann unser erster... Gang, wo wir versuchen, was zu finden. Eine Höhle oder so. Strip Mine würde ich jetzt nicht so gerne im Let's Play, das wäre ein bisschen langweilig. Das verrecke ich nachher noch beim Strip Mine, weil ich in Lava falle, das wäre so fail.
Also es gibt so viele fällige Tode, an denen ich sterben könnte. Das wäre Horror. Was heißt Horror? Das wäre allgemein schon Horror, wenn ich sterbe. Also so, Fackel. Zack. So, die Spitzhacke ist gleich schon wieder kaputt. Fällt mir auf, die hält ja gar nicht so lange. Scheiße. Asymmetrie. So. Am liebsten würde ich jetzt schon Cleanstone machen, um das zu dingsen. Okay, das Zombie-Gestöhne wird ein bisschen lauter. Lauschen wir nochmal. Ich höre auch Skelette jetzt, die ja sowieso leiser sind. Hier ist noch ein bisschen Kohle. So, hoffen wir nicht, dass wir gleich irgendwie. Oh, hi. Ja, haben wir schon direkt die erste Höhle gefunden. Vielleicht auch unseren ersten Tod, das wird sich herausstellen. Unseren ersten und letzten Tod. Ich kann es nicht oft genug sagen. Irgendwie nervt das euch wahrscheinlich schon. So. Hier haben wir ganz viel Kohle und okay. Scheiße. Jetzt müssen wir irgendwie dahin kommen, ohne dass wir irgendwie. Hier platzieren wir erstmal eine Fackel und dann da auch noch am besten. So. Oh, das ist ein Zombie. Hallo. Ich mag dich auch. Wir mögen dich alle, du lieber Zombie. Stirb. Nee, ich muss doch runterspringen, das ist doch scheiße. Da springe ich jetzt aber nicht runter. Nein, ich springe da nicht runter. Wir gehen jetzt einfach hier lang und dann so. Und dann wollen wir uns vorsichtig runter. Da sind sogar zwei Zombies. Hallo? So, stirb. Du kommst nicht an mich heran. Haben wir schon. Lol, wir haben schon drei Level. Wir haben. Achso, ja, wir haben ganz viel Kohle abgebaut und so. Das bringt auch viel XP. Oh, hi. Ah! Nein! 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 Na! Oh. Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für ein Herzinfarkt! Oh mein Gott, okay. Chillen, chillen und chillen. Ich brauche Essen. Alter, diese Creeper, ey. Oh, Alter. Oh Gott, jetzt geht's ja schon richtig zur Sache. What the fuck? Nein, wir gehen hier noch nicht hin. So richtig hin. Weil zu übertrieben und so. Wir bauen jetzt erstmal schnell das Eisen ab und verziehen uns nach oben, damit wir ein Eisenschwert machen können. Oh Gott. Nee, zu weit rein wage ich mich noch nicht. Das wäre. Aber wir haben schon eine gute Höhle gefunden. Das ist auch positiv. Hier ist leuchte ich schon mal aus, ja. So eine Fackel kann nie schaden. So. So. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass da ein Creeper um die Ecke kommt, ey. Das war. Boah. Wenn ich jetzt schon gestorben wäre, ne? Boah, das ist doch scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wieso kann ich hin? Ach so, ich habe hier vergessen. Ja, das. Ordnung muss sein hier. Hier wird schön die Decke ordentlich gemacht. So. Die Steine nehme ich nochmal mit. Die kann ich zum Bauen benutzen oder was weiß ich, zum Tools machen. Meine Spitzhacke ist nämlich gleich kaputt. So, und da kommt so die Kohle rein. Hier so. So, das reicht. Ah, dann können wir oben noch 8 Kohle reintun hier. Oder. Keine Ahnung, so. 14 reicht, okay. So. Bisschen Stein tun wir da rein. So viel brauchen wir ja nicht. Und wir brauchen.